Hi, ich bin Tim, komme aus Frankfurt und hatte vor einem Monat meine zweite Sitzung für meine Haarpigmentierung bei MDCC. Also natürlich ist die Frage, warum habe ich mich für S&P entschieden, für die Haarpigmentierung? Bei mir war das so, ich hatte vor circa 3 Jahren das erste Mal die Anzeichen, dass meine Haare zurückgehen und vor allem so im hinteren Bereich. Und habe dann von Anfang an meine Haare kurz getragen. Das heißt, sobald ich gesehen habe, dass sie zurückgehen, habe ich meine Haare also auf 9 mm einfach runterrasiert und dann so getragen. Und wenn das mit dem Haarverlust weiter vorangeschritten ist, habe ich meine Haare einfach immer weiter abrasiert. Und somit kam ich damit eigentlich ganz gut klar. Aber es hat natürlich trotzdem so, ging natürlich trotzdem ein bisschen an die Substanz. Und man hat natürlich trotzdem, beziehungsweise ich habe natürlich trotzdem im Internet geguckt, was gibt es für Optionen, war bei einem Arzt dafür, einfach nur um ein Update zu bekommen, wie sieht es aus, mit was, um was geht es eigentlich, ist es wirklich erblich bedingt oder was sind die Ursachen und was kann man machen. Habe dann auch Rogaine benutzt, mehr oder weniger erfolglos. Und ist natürlich auch irgendwie nervig, dann jeden Tag zweimal das Mittel aufzutragen, und habe dann relativ schnell damit auch wieder aufgehört, weil es quasi einfach so ein Eingriff in diesen Tagesablauf war, was mich persönlich gestört hat. Und so habe ich dann nichts weiter gemacht, ist weiter fortgeschritten, und irgendwann war halt der Haarausfall so weit fortgeschritten, dass ich einfach alles abrasiert habe. Habe dann so auch 1 Jahr lang meine Haare getragen, was auch okay war. Am Anfang mehr oder weniger hart, aber wie gesagt, habe ich ja von Anfang an meine Haare kurz gemacht. Deswegen war es nicht so ein krasser Unterschied von irgendwie langen Haaren, die mehr oder weniger ausfallen, zu ganz kurz, sondern es war kurz und wurde immer kürzer. Aber trotzdem habe ich mir immer gedacht, wäre schon schön, wenn man irgendwie was machen kann. Haartransplantation war keine Option für mich, weil ich bin 24 und in dem Alter hatte ich das Gefühl, wenn meine Haare immer weiter ausfallen, dann ist vielleicht nicht eine gute Idee, jetzt die Lücken zu füllen und später dann wieder neue Lücken zu haben, wenn die entstandenen Lücken zu der Zeit gefüllt wurden. Deswegen dachte ich, okay, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn, dann muss man Medikamente nehmen. Worauf ich nicht so wirklich Lust hatte, gerade weil man viel hört von Nebenwirkungen. Und dann kam ich auf S&P und hat eine Weile gedauert. Ich habe mein Research gemacht, ich habe mich ewig, also wirklich über Monate da reingelesen. Und man sieht natürlich auch zwei Seiten im Internet von S&P. Man sieht die guten Resultate, man sieht aber auch die schlechten leider. Und deswegen ist man immer so zwiegespalten. Und dann bin ich aber auf MDCC Hairklinik gekommen, bin auf YouTube vor allem auf die Videos gestoßen, und da ist einfach wirklich am meisten an Material auch im Internet. Das heißt, man hat sehr viele Videos, die gut gemacht sind, und man sieht einfach die Resultate. Man kann wirklich das erste Mal so richtig sagen, okay, wie sieht das aus? Aber es sah schon teilweise zu gut aus, wo man denkt, sieht so auch wirklich in echt aus. Und deswegen habe ich dann wirklich den Kontakt einfach hergestellt zu MDCC, habe mich bei denen gemeldet und habe dann den Entschluss gefasst, ich mache das. Und dann bin ich dorthin und man kommt an und fühlt sich einfach direkt gut aufgehoben. Also S&P wirklich war bis jetzt Top-Entscheidung. Also, erste Sitzung gebucht. Ich bin zu MDCC gegangen und Atmosphäre war direkt top. Wirklich, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, habe mich sicher gefühlt. Meine Fragen wurden beantwortet, die man natürlich hat, wenn man immer noch so ein bisschen Unsicherheiten hat. Das Gute ist auch, dass viele Mitarbeiter bei MDCC das Treatment selbst haben. Das heißt, ich konnte direkt sehen, wie es aussieht, was mir sehr viel Sicherheit gegeben hat, weil ich das davor noch nie in echt gesehen habe. Und wenn, dann Frankfurt gibt es ja auch, aber da habe ich halt teilweise Ergebnisse gesehen auf der Straße, die dann nicht so gut aussahen. Und bei MDCC habe ich es beim Mitarbeiter gesehen und das war eine andere Welt. Also man kann direkt sagen, es sieht sehr natural aus, sieht sehr echt aus. Und allein die Mitarbeiter sind auch so sympathisch und freundlich,
nehmen einen gut auf, beantworten einem die Fragen. Dadurch entsteht halt einfach eine super Atmosphäre. Und dann hatte ich meine erste Sitzung. Die hat rund 4 Stunden gedauert und war vom Schmerz her total angenehm. Es hat hier und da schon gepiekst, ist ja klar. Also man kriegt mit einer Nadel Tinte in den Kopf. Aber ich hatte jetzt auch wirklich noch nie ein Tattoo oder irgendwas in der Art und ich konnte es auch total aushalten. Was ich dazu sagen muss, bei der zweiten Sitzung war der Schmerz schon wirklich viel weniger. Also bei der zweiten Sitzung war es eher angenehm, wo ich teilweise einschlafen hätte können, wo es bei der ersten Sitzung teilweise schon ein bisschen unangenehm war, aber das macht man gern, wenn man dann das Ergebnis sieht. Also das kann man wirklich easy aushalten. Und ja genau, dann hatte ich die erste Sitzung. Da sieht man schon richtig krassen Unterschied, gerade weil auch die Haarlinie gezeichnet wird. Und die wird auch individuell angepasst. Das heißt, es wird mit so einem Kreidestift, glaube ich, mit einem weißen Stift vorgezeichnet, wie es ungefähr aussieht, beziehungsweise welche Form und welche Höhe die Haarlinie hat. Und die wird bei der ersten Sitzung auch ein bisschen höher gemacht. Das heißt, dass man danach bei der zweiten und dritten Sitzung anpassen kann. Was natürlich gut ist, weil wenn man die bei der ersten Sitzung zu weit runtersetzt, dann kann man da nichts mehr wegnehmen. Dazu machen kann man immer. So war es auch bei mir. Das heißt, bei der ersten Sitzung sind es natürlich noch nicht so viele Punkte und die Haarlinie ist noch nicht final. Aber trotzdem sieht man schon einen Riesenunterschied. Und dann hat man natürlich diese 3-4 Tage, wo man aufpassen muss, wo man erstmal kein Wasser an den Kopf bekommen darf und natürlich auch aus der Sonne draußen bleiben sollte. Aber es ist nicht so, dass man sich von irgendeiner Behandlung erholen müsste oder so. Es ist nicht so, dass man Schmerzen hat. Klar ist der Kopf ein bisschen gerötet und ein bisschen irritiert nach der ersten Sitzung, aber schon am zweiten Tag hat man keine Schmerzen, das sowieso nicht, gerade auch danach. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn man drankommt oder wenn man, zum Beispiel habe ich eine Kappe danach getragen, um es ein bisschen zu schützen. Man merkt schon, dass der Kopf quasi heilen muss. Aber wie gesagt, nach 4-5 Tagen, gerade wenn man dann auch das erste Mal leicht duschen kann, merkt man eigentlich kaum mehr was, dass da überhaupt eine Behandlung gemacht wurde. Und zur zweiten Sitzung sind 2 Wochen dann vergangen, dann war die zweite. Bin wieder hergekommen, wieder alles super, schön empfangen worden. Man kriegt auch immer Kaffee, wenn man möchte, man kriegt Wasser angeboten, alles, was man braucht. Während der Behandlung, was auch wichtig ist, kann man immer Pausen machen, wenn man sich danach fühlt. Und generell macht man auch Pausen, was auch wichtig ist, einfach um kurz den Kreislauf in Schwung zu bekommen, wenn man da 4 Stunden sitzt. Und dann hatte ich die zweite Sitzung, die hat auch wieder so rund 4 Stunden gedauert. Und danach habe ich in den Spiegel geguckt, da wurde natürlich die Haarlinie dann angepasst, optimiert. Die Punkte wurden erweitert, es wurde ein bisschen eingeblendet an den Seiten, quasi in die existierenden Haare reingeblendet. Und danach habe ich in den Spiegel geguckt und ich konnte nicht aufhören zu grinsen, weil da sieht man erstmal so richtig, was überhaupt Sache ist und wie es dann wirklich aussieht. Ich denke, die zweite Sitzung ist auch somit die entscheidendste. Das heißt, nach der ersten sollte man wirklich abwarten auf die zweite und dann sieht man das erste Mal, was wirklich Sache ist. Also echt, die Behandlung wirklich 1A. Von Mitarbeitern über Schmerzen, über das Heilen, wirklich alles top. Also, dann hatte ich die zweite Sitzung hinter mir. Ergebnis war quasi fast fertig. Die dritte Sitzung ist jetzt nochmal dafür da, einfach um auszubessern, zu optimieren. Das heißt, ich bin nach der zweiten Sitzung heim, hatte natürlich nochmal diese Woche, wo ich ein bisschen aufpassen muss, die ersten paar Tage, wo ich kein Wasser dran lassen darf. Das heißt, da war ich weniger draußen und nach so 1-2 Wochen war das Ergebnis schon richtig gut. Gerade nach so 2 Wochen, wenn ein bisschen Zeit vergeht, sieht man, dass sich noch einiges tut. Und es immer naturaler wird, die Punkte sind nicht mehr so klar zu erkennen. Und das war dann auch die Zeit, wo ich Familie gesehen habe und meine Freunde gesehen habe. Und ich habe so ein paar engen Freunden von mir direkt erzählt, die wussten direkt Bescheid, der Familie natürlich auch. Und die haben mich dann gesehen und waren total verblüfft und haben sich total für mich gefreut, weil es halt so gut aussieht. Und ich habe wirklich nur
Positives gehört. Nur positive Reaktionen, nur erstaunte Gesichter. Und ja, haben sich alle für mich gefreut, war echt geil. Und was auch krass war, gerade den Leuten, denen ich es auch teilweise nicht gesagt habe, es hat niemand mich jemals darauf angesprochen, ob ich was gemacht habe. Und auch gute Freunde von mir, denen ich es nicht direkt gesagt habe, denen ich es so nach 3-4 Wochen gesagt habe, hatten keine Ahnung. Die wussten nicht genau, was es ist und was ich gemacht habe. Aber als ich ihnen gesagt habe, ist ihnen aufgefallen, dass was anders ist. Aber erst dann, und sie fanden es mega. Also es war grundlegend positiv und wirklich einfach nur, ich bin happy, die sind happy, jeder ist happy. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und ich persönlich, für mich selbst, was sich für mich verändert hat und auch wie ich mich jetzt fühle, ist Folgendes. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich am Anfang glücklich war mit meinen Haaren, wenn ich sie abrasiert habe. Das heißt, ich war cool damit, hatte quasi damit abgeschlossen, weißt, so das Thema einfach für mich akzeptiert, und zwar gut, und hatte mich ja dann im Nachhinein trotzdem dafür entschieden, was zu machen, obwohl ich dachte, ich brauche es nicht unbedingt. Aber jetzt, wo ich es habe, ist es nochmal eine ganz andere Welt. Also man kann das schwer sagen, aber wenn man Haarausfall hat und man macht nichts dagegen, dann kratzt es immer irgendwie an einem und es geht irgendwie immer an die Substanz. Gerade wenn man sich gut fühlt, wenn man rasiert ist, perfekt, das ist gut so, und war ja bei mir genauso, aber wenn man dann mal 3-4 Tage nicht rasiert und man sieht, wie die Haare dann aussehen und man fühlt sich jetzt so wie ich mit 24 dann doch wie 35, geht es halt einfach an die Substanz. Und dann habe ich das Treatment doch gemacht und ich bin so froh drüber, weil ich habe keine Probleme mehr, irgendwie ohne Kappe rauszugehen oder mich zu zeigen. Und auch quasi, ich bin Student und wir haben Hörsäle, in denen die Reihen übereinander angeordnet sind. Und das war so eins der komischsten Gefühle für mich, wenn ich mit Haarausfall dann vorne saß und immer dieses Gefühl hatte, die Leute gucken runter und gucken nur auf mich, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so war. Aber ich meine, Leute in der Situation kennen das Gefühl wahrscheinlich. Und jetzt, nach dem Treatment, so Situationen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jemand ist hinter mir, jemand könnte sehen, was da auf meinem Kopf los ist, gar nicht. Also ich habe kein Problem damit, ich fühle mich nicht mehr so beobachtet, was natürlich Schwachsinn ist. Wir wissen, niemand wirklich achtet darauf, so wie du selbst, aber das Gefühl ist trotzdem da und jetzt ist es einfach gar nicht mehr. Ich fühl mich freier, ich fühle mich selbstbewusster, auch mit Mädels. Ich habe auch Mädels gedatet. Und die konnten auch, denen ist nichts aufgefallen. Das sieht halt einfach aus, als hätte ich meine Haare rasiert, und so wie es aussieht, ist top. Also wirklich undetectable. Man kann es nicht erkennen, dass da was gemacht wurde. Und wie gesagt, wenn ich Mädels gedatet habe und die haben das nicht mal gesehen, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass man das nicht erkennen kann. Also abschließend, was ich unbedingt noch sagen will. Ich persönlich hatte nicht das Verlangen, das zu machen, beziehungsweise war an einem Punkt angekommen, wo ich okay mit dem Thema war, wo ich okay damit war, meine Haare zu rasieren und quasi eine Glatze zu rocken. War in Ordnung. Und trotzdem habe ich das Treatment dann gemacht, weil ich drauf gekommen bin und weil ich trotzdem hier und da noch schlechte Tage hatte oder mich es einfach persönlich gestört hat. Und jetzt danach, wo ich es habe und wo es auch wirklich fertig ist und gut aussieht, zu sehen, was das für einen Unterschied macht für jemanden wie mich, der eigentlich cool damit war, ist schon krass. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Leute da draußen gibt, die das wirklich sehr belastet und psychisch auch an die Substanz geht, was ich nachempfinden kann, die da aber nicht drüber hinweg sind, dann würde ich persönlich sagen, macht es auf jeden Fall. Gerade im Vergleich zu einer Haartransplantation, damit hat man muss Medikamente nehmen, man hat eventuell Risiken, dass trotzdem weitere Haare ausfallen und im Endeffekt nicht die Resultate werden, die man sich erhofft. Bei dieser Lösung mit der Haarpigmentierung hat man eigentlich das Unkomplizierteste, was man machen kann, und hat so eine krasse Veränderung. Also es ist wirklich, ich kann es jedem empfehlen, es ist Wahnsinn.
Mich selbst hat es mega bereichert. Ich bin selbstbewusster, ich bin offener, ich bin generell glücklicher. Es ist echt Wahnsinn. Also wirklich.